Wenn ich das Resultat vom heutigen Anlass gerade so ein bisschen vorwegnehmen möchte, vermutlich sind Zwischennutzungen in etwa das, wo man am schnellsten irgendwo weiterkommt. Ich möchte Ihnen zeigen, was aus Ihrer eigenen Beurteilung heraus eigentlich der heutige Stand ist, zu Buchs. Und die Frage ist ja immer, soll man irgendetwas miteinander machen oder soll man weiterhin eigentlich mehr oder weniger allein weitergehen? Und das wäre eigentlich das Wichtigste, dass wir wirklich am Schluss können sagen können, doch, es gibt Massnahmen, wo wir uns dazu committen, wo wir miteinander etwas weitergehen wollen. Vor bald 2 Jahren haben wir da mal basierend auf dem Leerstand eigentlich uns getroffen. Da sind noch mehr gekommen, muss ich sagen. Da haben wir eigentlich 3 Kreise, die sich irgendwo in Bezug auf Leerstand sich die Frage gestellt haben, sollen die weiterhin je allein arbeiten oder sollen wir miteinander arbeiten? Da haben wir die Inhaber und Mieter einerseits, wir haben auf der anderen Seite natürlich die Stadt Buchs, die einen Beitrag leisten könnte. Und dann haben wir noch die Eigentümer. Und die Eigentümer, das war eigentlich eben gerade die Fragestellung jetzt gewesen. Wir haben uns primär jetzt mal an die Eigentümer gerichtet, weil wir der Meinung sind, dass die Eigentümer eben an und für sich auch ganz, ganz eine wichtige Rolle spielen und dass die Eigentümer natürlich auch ein eigenes Interesse an sich haben für die Werthaltung von ihren Liegenschaften auch, für die langfristige, dass weiterhin eigentlich gute Mieter haben, Mieterinnen haben. Die Frage eben, will man weiter allein arbeiten oder will man die Zukunft gemeinsam gestalten? Basierend auf dem, was wir da am 22. August dann eigentlich miteinander gemacht haben, hat man nachher eine kleine Arbeitsgruppe gebildet. Sie mögen sich vielleicht an die Flipcharts erinnern, wo Sie sich einschreiben konnten. Wir haben dort 10 Leute gefunden, die sich bereit erklärt haben, miteinander etwas weiterzuentwickeln. Danke vielmals all denen. Und wir haben nachher eine Art beschlossen in dieser Gruppe, dass wir alle Eigentümer vom Buchser Zentrum, also alle Liegenschaftseigentümer, werden kontaktieren. Dass wir ihnen einen Fragebogen zustellen, wo wir gerne eigentlich Informationen zu diesen Themen hätten. Also, wie ist die Belegung aktuell, künftig, sind Leerstände vorhanden oder künftig absehbar? Wie sind die Planungen, gibt es strategische Aussagen zu diesen Liegenschaften? Wo wir das nachher das Resultat von dieser ersten Befragung diskutiert haben miteinander, wieder in dieser Arbeitsgruppe, haben wir gemerkt, dass eigentlich noch 2, 3 ziemlich wichtige Fragen offen sind, basierend aber auf dem Resultat von da. Und da haben wir eigentlich dann noch eine zweite Vertiefungsbefragung gemacht. Gut, das Resultat jetzt einmal. Die erste Befragung haben wir im September 2017 gemacht, bis November 2017. Die ist sowohl papierig an die Leute geschickt worden, als auch online-mässig hat man sie beantworten können. Sie ist bewusst eigentlich durch die Stadt Buchs erfolgt und nicht durch Marketing-Buchs oder eine private Gruppierung. Wir haben gesagt, vielleicht erreichen wir ja so noch ein bisschen mehr Leute, die sich dann irgendwie engagieren und sagen, doch, scheinbar hat es eine gewisse Wichtigkeit. Der Rücklauf war dann nicht bei allen ganz so gigantisch gut und schnell gewesen. Also, darum hat dann der René Lehnherr und der Dani Keller und ich haben da ziemlich viel telefoniert. Es war dann aber am Schluss doch so gewesen, dass 44 von 80 den Fragebogen ausgefüllt haben. Das ist eigentlich darum auch gut, weil die 44, die ja da quasi von der Anzahl die Hälfte werden, decken doch 75% der Flächen ab. Das heisst, es sind ein paar der grösseren wirklich dabei gewesen. Die zweite Umfrage dann hat man eigentlich gleich gemacht, nur haben wir dort nicht nochmal nachgefasst. Und darum haben wir dort wahrscheinlich dann wirklich, Sie sehen, dass ein bisschen einen schlechten Rücklauf gehabt. Und es ist ja nur ganz ein kleiner Prozentsatz dann von der Fläche. Jetzt zu der ersten Befragung. Das Resultat. Die Fragen sind jeweils dargestellt. Das ist eigentlich so kurz zusammengefasst, was die Frage war.
Und da ist die erste Frage ist einmal eigentlich überhaupt einmal Nutzung. Wie wird die Liegenschaft im grossen Ganzen genutzt? Was sind die Übersicht, also Branchen, die dort drin sind? Also das war relativ detailliert. Sind also etwa die Hälfte, die das eigentlich ganz klar als Renditeobjekt nutzen. Und nur 10% haben eine eigene Nutzung, die sie selber nutzen. Wenn man hier sieht, was die Branchen sind, ich werde jetzt da nicht detailliert darauf eingehen, es hat in der Zwischenzeit derjenige, die da eigentlich, müssen wir jetzt wahrscheinlich nach dem Weggang von genau, Living and More, müssen wir dort wahrscheinlich diese Branche schon mit Null bezeichnen im Zentrum. Ich bin zwar gerade am Rattan-Center vorbeigefahren, aber wahrscheinlich haben die nicht mitgemacht. Also da verändert sich, das ist klar, aber das ist die Momentaufnahme vom November 2017. Jetzt kommen wir schon zu einer der zentralen Fragen, ob Leerstände zu vermelden sind. Wie gesagt, November 2017. Im Herbst 2017 sind rund 5'000 Quadratmeter sind leer gestanden. Wenn wir aber die Gesamtfläche schauen, 112'000 Quadratmeter, dann sieht man, dass wir da irgendwo im Bereich von 5% der Leerstände sind. Und dann muss man noch berücksichtigen, es waren zwei recht grosse, also zwei, die rund 1'000 Quadratmeter gross sind und zwei so etwas mittelgrosse. Also, da könnte man jetzt sagen, okay, das Problem ist jetzt noch nicht ganz so gross, aber wir haben ja extra eigentlich wollen frühzeitig in die Thematik einsteigen, damit das Problem nicht wirklich ganz gross wird. Die dritte Frage war dann, ja, und jetzt, das ist die Momentaufnahme, was frei ist, gibt es in der Zukunft absehbare Leerstände? Da haben 4 von 41 Ja gesagt, nochmals zusätzlich 1'000 Quadratmeter. Zwischenzeitlich Pakte, redet jetzt eine andere Sprache, Oviesse ist gegangen. Dort sind, das sind sicher viele Quadratmeter. Ich schätze mal über den Daumen mehr als 1'000, die dort frei geworden sind. Und eben Living and More geht. Und es sind auch bei anderen grossen noch Diskussionen um eine teilweise Flächenreduktion. Also das Problem hat sich in diesem Jahr massiv schon akzentuiert. Frage dann, die nächste Frage, ja und jetzt? Leerstände, ja. Was habt ihr vor mit diesen Leerständen? Wäret ihr allenfalls bereit für temporäre Zwischennutzungen? Da haben knapp die Hälfte gefunden, ja, wir wären eine Art offen für das. Und die andere Hälfte war da strikt dagegen. Es sind 38 Antworten eingegangen. Da. Die nächste, das vertiefen wir ja nachher dann noch. Die nächste Frage war noch, sind Renovationen, Umnutzungen oder so geplant? 75 planen keine Renovation, ist aber auch darauf zurückzuführen, weil eigentlich relativ viel von den Liegenschaften in den letzten Jahren sowieso teilweise oder grössere Umbauten hatten. Das ist natürlich eine Frage, die eigentlich eine ganz zentrale Frage ist. Wie beurteilen die, die hier Liegenschaften haben? Wie beurteilen die die Attraktivität des Buchser Zentrum? Und der Mittelwert ist so bei 2/3, bei 67%. Also, oder Punkte besser gesagt. 100 Punkte ist sehr gut, 0 Punkte ist schlecht. Also da ist irgendwo der Mittelwert. Also wenigstens sind wir auf der positiven Seite. Also das, etwas anderes hätte man jetzt nicht dürfen erwarten. Aber es hat Einzelne, die es dann doch relativ kritisch beurteilen. Aber mich dünkt jetzt das Bild persönlich ein gutes Bild. Also die Leute glauben offensichtlich doch daran, dass sie an einem guten Ort ihre Liegenschaften haben. Massnahmen, die nachher im also verbal genannt worden sind, da hat man nachher können unter Bemerkungen noch eigene Vorschläge machen. Man sieht da hinten jeweils eine Zahl, wie viel das
sinngemäß die Aussage gemacht haben, sind folgende. Das sind so ein bisschen infrastrukturell nutzungsmäßige Vorschläge. Also mehr Gastronomie haben 3 von 30, die überhaupt die Gelegenheit genutzt haben, um eine Antwort im Freitext zu geben, finden mehr Gastronomie, das würde automatisch auch die Frequenz erhöhen. Da ist ja der Harry dran, das ist gut. Dann der Branchenmix ist ein wichtiges Thema. Ja, da finden wir auch gut, mehr Leben, mehr Charme. Interessante Geschäfte, nicht nur Kleider. Also viele finden Kleider interessante Geschäfte, aber das ist eine Nennung von 30. Da sieht man eigentlich, was so Nennungen sind. Teil ist, glaube ich, ein Diele zumindest. Ist zwar kein Diele, aber ist noch schöner für aussen, nämlich Sachen sind schon umgesetzt worden. Das sind jetzt mehr so eventmäßige, veranstaltungsmäßige, weniger infrastrukturelle Sachen. Gemeinsame Anlässe. Da wird sicher der Harry etwas sagen dazu. Märkte, Weihnachtsbeleuchtung, Kinderprogramm. Da läuft etwas. Ich glaube, das sind so die Sachen. Da marketingmäßig hat ja die Bürgerschaft auch von 100.000 auf 250.000 Franken einmal aufgestockt. Keine zusätzlichen Strassensperrungen ist von einer Person von 30 genannt worden. Dann haben wir noch Sachen, die vielleicht eher im grösseren Stil bauliche Massnahmen bedingen würden. Also so etwas Laubenmässiges, durchgehende Überdachung. Ich habe auch schon gehört, dass man gerade die ganze Bahnhofstrasse eigentlich so überdachen, analog ein bisschen zur Gasse. Das ist, habe ich jetzt auch schon ganz ernsthaft gehört. Fußgängerzone mit Begrünung, also sprich, das kann man ein bisschen zusammennehmen, autofrei. Man muss aber auch sehen, das sind zusammen sind das 3 von 30. Also das ist jetzt nicht etwas, wo man ernsthaft jetzt in Betracht zieht. Zufahrt zu Geschäften, Weg, auch die Führung, wie kommt man überhaupt zu den Geschäften, die müsste offensichtlich klar sein. Gratis Parkplätze, ein grosses Parkhaus, das sind Themen, die genannt worden sind. Jetzt die Frage, ja, und wie weiter? Ist irgendwie überhaupt das Interesse an einem gemeinsamen Weitergehen, an einer Mitarbeit vorhanden? Da sieht man jetzt, wie die Realität wahrscheinlich ein bisschen ist oder war im letzten November. Ein Drittel findet, ja, also jetzt sollte man da irgendwie etwas daraus machen, man sollte miteinander weitergehen. 2 Drittel finden, nein, nicht nötig. Jetzt, wenn wir ausgehend auf den Daten, die wir im letzten November hatten, das Fazit zieht, dann sind das vielleicht eigentlich so die Hauptaussagen. Ein Drittel haben Leerstände, zwischenzeitlich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und knapp die Hälfte von dem Drittel ist wirklich offen für Zwischennutzungen. Wie auch immer die aussehen. Aus dem dürfen wir auch schliessen. Es ist wahrscheinlich nicht wirklich ein grosser Druck, gerade jetzt im Moment. Vielleicht jetzt ist er schon grösser, aber hier vorhanden war. Die Eigentümer, aber auch die Verwaltungen, die geantwortet haben, die kommen eigentlich problemlos allein zurecht. Die Substanz der Liegenschaften beurteilen sie selber, also da reden wir wirklich von den Eigentümern als gut. Und man hat daraus eigentlich aus den Kommentaren und Daten können schliessen, dass noch weitere Neubauten folgen werden. Also, eher keine Massnahmen bezüglich zentralem, gemeinsamen Management der Liegenschaften. Und Betreiber und Handel, die sehen eigentlich eher, dass ein Handlungsbedarf besteht, dass aber die Unterstützung noch ausgeschafft werden muss. Also eben Eigentümer versus nachher die wirklich vor Ort in den Liegenschaften sind, da gibt es schon, ist irgendwie spürbar eine kleine Divergenz. Wir haben dann aufgrund von dem gefunden, ja gut, aber jetzt müssen wir gleich noch weitergehen. Mit Zeit geht ja auch weiter. Und haben die 2. Umfrage noch gemacht, wo die Vertiefung eigentlich war. Ja, und jetzt mit diesen Zwischennutzungen, was können wir daraus machen? Und auch das Eigentümermanagement
Dort sind die Fragen vielleicht ein bisschen zu generisch gewesen in der ersten Runde. Darum hat man das noch einmal vertiefen. Das hat man nachher kürzlich gemacht, haben wir 15 Rückmeldungen bekommen. Und eben, wie schon einleitend gesagt, das war jetzt nicht mehr die ganz grosse Fläche gewesen, das ist eine relativ kleine Fläche. Und das sind eigentlich so die Fragen gewesen, generelles Management für alle gemeinsam und oder Zwischennutzung Pop-up-Stores, wie ist die Situation? Die erste Frage nochmal. Die Leerstand haben, wären die auch bereit, das als Zwischennutzung günstig zu vermieten? Also nicht, wahrscheinlich ist das auch so verstanden worden, hoffentlich zu einem tieferen Tarif als bei den Dauermietern. Dann ein Drittel haben ja gesagt, zwei Drittel sind dazu nicht bereit, sind 14 Antworten eingegangen. Die zweite Frage, soll man da irgendwie so eine Plattform gemeinsam schaffen? Da ist das Verhältnis umgekehrt. Zwei Drittel sagen ja, das wäre es, könnte noch sein. Ein Drittel sagt nein. Aber es sind auch in den Texten eine gewisse Skepsis zum Ausdruck gekommen, wie denn das mit dieser Betreuung auch wirklich läuft und Aktualität und so Fragen. Jetzt die Frage, ja, und wenn es jetzt so eine Plattform gibt, würden Sie sie ja selber nutzen? Das ist 50-50. Da ist die Frage an Gesundheit, gibt es andere Plattformen schon? Gibt es das schon? Gibt es ja natürlich auch generell im Immobilienbereich. Und dann aber nochmal konkret, also wieder zwei Drittel sind bereit, ihre Angaben in so eine allenfalls zu schaffende Plattform jetzt zu liefern. Ein Drittel sagt nein, also eben vermutlich ist es eigentlich unnötig findet. Und da ist dann aber konkret die Frage, also eben Quadratmeter, aber auch die Kosten daran rein zu publizieren. Der Zeitraum, den man dann sieht, wobei der ja wahrscheinlich nicht so einfach ist, Verfügbarkeit und allenfalls mögliche Einschränkungen von der Nutzung her und so weiter. Also es sollte wirklich eine brauchbare Plattform sein, wenn man eine will schaffen. Jetzt gibt es aber ja natürlich, gibt es das auch schon? Und da war eigentlich die Frage, ja, das Zusammenbringen, das aktiv Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage, ist das etwas, das gewünscht wird? 60% sagen ja, 40% sagen nein. Die Region hat zu klein für den Erfolg ist genannt worden. Das wäre auch etwas, das an und für sich privat schon möglich ist, also jetzt bei den Zwischennutzungen. Da gehe ich auch nicht mehr drauf ein. Allerdings, einfach unser Bild sieht so aus. Es sind 4 von 10, die sagen, ja, das würden wir jetzt nutzen. Und die anderen finden, so Rahmenvereinbarungen brauchen wir nicht. Wir machen unsere eigenen Verträge. Regelmäßige Infos, wie auch immer, über einen Newsletter oder was immer, da wären die Hälfte dafür, die Hälfte braucht das nicht. Und das ist, glaube ich, das Bild, das wir heute auch sehen. Also es ist eigentlich eine Minderheit wirklich an einem persönlichen Austausch, so wie wir es heute jetzt versucht haben, interessiert. Und ich glaube, die Anzahl Leute, die jetzt da ist, bestätigt das Bild. Das wird nicht als sehr wichtig eigentlich betrachtet. Also da findet man eigentlich, da braucht es nicht. Hat man selber im Griff. Dann aber Öffentlichkeitsarbeit. Da ist jetzt wieder klar, dass eigentlich die deutliche Mehrheit sagt, doch, das macht Sinn, wenn man das gemeinsam macht, nicht jeden Einzelnen für sich. Und das ist natürlich, aber da habe ich jetzt auch nicht so viel anders erwartet. Die Frage, ob man auch bereit wäre, etwas, also übergeordnete Instrumente, wo wirklich sehr aktuell eigentlich die Thematik von Zwischennutzungen, aber auch von vorhandenen Immobilien für längerfristige Nutzung. Ob man dort etwas daran zahlen will, diese Frage haben 2 von 13 mit Ja beantwortet. Und wenn man schaut, dass die bereit wären zu zahlen, also dann ist doch, ja, jemand wäre bereit, stattliche Summen noch rein zu zahlen. Auch da hat man können Bemerkungen dazu machen.
ich weiß nicht, ob die Person da ist, die das genannt hat, aber eigentlich verzetteln, ja nicht verzetteln, sondern ich verstehe es auch ein bisschen so, das Zentrum als Gesamtzentrum anschauen, das Zentrum gemeinsam irgendwie versuchen weiterzubringen und nicht irgendwie, die machen da etwas, diese machen dort etwas und so, dass das eigentlich die Aussage ist, vermute ich mal. Dann weitere Bemerkungen. Mieter und der Nutzen vom Mieter, für den Mieter müsste im Zentrum stehen für so ein aktives Management. Das würde ich auch unterschreiben. Aber ich glaube, umgekehrt muss man auch sagen, also auch der Eigentümer von einer Liegenschaft hat natürlich da sehr viel davon und muss ja natürlich auch voll dabei sein. Und dann ist da noch eine Frage. Dann ist das, ja, das glaube ich, als Vermieter hätte ich das auch lieber, wenn wir dauerhafte, nachhaltige, anhaltende Vermietungen hätten. Es ist eine Befürchtung vielleicht ein bisschen vorhanden, dass man, wenn man nur mit Events und so weiter und nur noch Pop-up-Stores und Zwischennutzungen schafft, dass man dann eigentlich nicht mehr die Qualität von Einkaufszentrum an und für sich hätte, weil die Kaufkraftstarken und die wirklich immer wieder kommen, die haben gerne auch eine gewisse Verlässlichkeit, sie haben aber auch gerne interessante Strukturen, wo ich jetzt meine Pop-up-Source können auch etwas zum Interesse und zum «Hey, wir gehen mal schauen, was jetzt ist». Aber auch Beständigkeit ist da genannt noch. Und Finanzen, eben, ich weiss nicht, ob das die Person genannt hat, die den grösseren Betrag eigentlich angeboten hätte jetzt, oder bereit wäre zu liefern. Also die Trittbrettfahrerfrage, die ist natürlich immer eine Frage, oder? Das ist klar. Wobei, manchmal kann man das etappenweise machen. Es braucht manchmal wie ein Vorreiter und dann kommen die anderen dann vielleicht auch, wenn sie sehen, dass es eine gute Sache ist. Den letzten Satz habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber vielleicht auch nicht wollen verstehen. Gut, wenn wir jetzt zum Hauptfazit von diesen zwei Umfragen kommen, dann sind wirklich zwei Drittel eigentlich nicht bereit gewesen, günstige Zwischennutzungen, also ihre Flächen für günstige Zwischennutzungen zur Verfügung zu stellen. Zwei Drittel finden aber so ein gemeinsames Vorgehen und miteinander etwas machen, finden es grundsätzlich gut. Bei einer digitalen Plattform war es so 50-50 gewesen, aber es sind doch, die Mehrheit ist eigentlich dafür, würde ihre Angaben auch liefern, würde in dem Sinn eigentlich auch zum Angebot beitragen. 6 von 10 würden eine aktive Vermittlung begrüßen und eine Minderheit würde bei den Rahmenverhandlungen eigentlich, also dass dort dann etwas, ein Rahmenvertrag schon irgendwo rum ist, würde es in Anspruch nehmen. Da ist eigentlich so, glaube 50-50 ungefähr, also will man überhaupt miteinander sich austauschen und so weiter. Aber das könnte man ja auch anbieten und dann kommen einfach die Lust haben. Fachreferat hingegen braucht es nicht. Wahrscheinlich hat man da genug, eigentlich liest man in der Literatur auch, Fachliteratur. Aber das ist eine wichtige Aussage. Eine verstärkte gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit ist doch eigentlich etwas, was gewünscht ist. Und in dem Sinn haben wir ja mit der Aufstockung von Books Marketing sicher etwas Gutes können machen. Das sind auch wieder ganz wenige, die bereit wären, selber noch etwas finanziell beizutragen. Also, ich weiss jetzt nicht, ob es in einem Jahr noch zum gleichen Fazit käme. Aber aus Sicht jetzt von den Daten, die wir haben, von denen, die geantwortet haben, gibt es eigentlich keinen Bedarf, irgendwie übergeordnet etwas zu machen. Also man könnte sagen, heute ja, toll gewesen, schön gewesen. Hört man auf. Aber immerhin im Bereich Flächenverfügbarkeitsmanagement würden wir doch eigentlich etwas sehen, ein Potenzial sehen, um miteinander etwas zu machen. Wo wir auch eine Mehrheit handbietet werden,
so eine Datenbank oder was dann immer das ist, wirklich auch selber zu füttern mit seinen Daten, mit seinen Verfügbarkeiten. Also ich begrüße mal alle recht herzlich im Namen von Marketing Books. Ich darf die spannende Aufgabe übernehmen. Seit knapp 3 Monaten sind wir eigentlich aktiv. Leerstand, ja, das ist ein Problem, das uns alle beschäftigt. Es ist aber nicht nur das Problem von Books, sondern es ist das Problem von vielen Schweizer Städten oder auch von europäischen Städten. Das Verkaufsverhalten, das ändert sich, das hat man schon gehört. Ein Geschäftsmodell, das jahrelang funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Und es geht halt immer mehr in Onlinehandel rein oder eben grenznach. Zum Teil mit Währungsschwankungen haben wir auch gewisse Probleme. Was kann Marketing Books machen? In meinen Augen, der Onlinehandel, den können wir nicht bekämpfen. Das ist sicher nicht unsere Aufgabe. Und der Onlinehandel, der wird wachsen, der existiert. Aber wir können die Schwächen vom Onlinehandel analysieren. Und für mich ist die Schwäche vom Onlinehandel im Prinzip, dass Persönlichkeit fehlt, dass ein Einkaufserlebnis fehlt und auch Gemütlichkeit in einer Stadt. Und das ist genau unsere Chance. Also wir brauchen für ein attraktives, lebendiges Books brauchen wir einen Begegnungsort, der zwischen daheim und einem Arbeitsort ist und existiert. Und das ist eben das Zentrum, das lebt. Genau so soll es eigentlich im Books ausschauen, wo wirklich Frequenz da ist. Ja. Wir wollen das Image von Books natürlich verbessern. Das ist genau auch das, was wir zu wir gefühlen und das Image. Keine negative Presse, sondern wir müssen Attraktivität können nach außen tragen. Da muss aber auch etwas laufen, sonst kann man es nicht nach außen tragen. Also wir brauchen ein gewisses Programm und das kann man dann bewerben. Was plant Marketing Books, damit man dem Ziel näher kann? Wir versuchen einen gewissen Mix von Unterhaltung, Kultur und Erlebnis zu schaffen. Und damit man das auch zu der Bevölkerung bringen kann, muss man zuerst mal die Informationskanäle aufbauen und ausbauen. Das haben wir jetzt gemacht. Wir haben eine neue Facebook-Seite der Stadt, wo wir auch zeigen, was kommt in den nächsten Monaten, was schon passiert ist. Wir tun das auch bildlich untermalen, wir tun Bilder zeigen. Und man sieht auch anhand der Klicks, die Facebook-Seite, die lebt. Wir sind jetzt gerade bei 177 schon nach 1,5 Monaten, ohne dass wir da irgendwie gross zahlen und machen, oder? Dann haben wir auch Marketing, Books, Webseite erneuert, dass auch dieser Kanal wieder frisch da ist und dass man ihn unterstützt. Also wieder aktualisieren und dann selber zu der Bevölkerung kann kommen. Dann zur Unterhaltung und Kultur. Wir versuchen die Stadt Books, die Werbemassnahmen eben verstärkt rauszugehen. Gerade im Moment haben wir jetzt den Abendmarkt, den wir lanciert haben. Der Abendmarkt sind im Moment über 12 bis 14 Marktteilnehmer, die jeden Mittwochabend vom 5 bis 9 die Marktstände betreiben in der Bahnhofstrasse. Unterstützt wird das Ganze mit Streetfoodwagen. Es sind 5 Streetfoodwagen dabei. Und so versuchen wir eigentlich eine Belebung der Bahnhofstrasse. Dann haben wir dazu hergebracht, dass einige Geschäfte auch mitmachen, wieder bis 9 zu öffnen. Weil wir sind überzeugt von Marketing Books, dass Books hatte man eine Marke, einen Abendverkauf bis 9 Uhr. Da hat man nachher abgebaut und hat versucht, Mittwoch und Freitag zu machen bis 8 Uhr. Und das hat nicht mehr funktioniert. Und wir versuchen, die Marke wieder zu beleben, dass es wieder bis 9 Uhr geht. Und es sind einige Geschäfte, die jetzt wieder mitmachen. Und wir wollen, dass die orangen Pünktchen sich natürlich vermehren und schlussendlich, dass die ganze Bahnhofstrasse wieder lebt. Books hat sonst ein paar Sachen. Wir versuchen eigentlich jeden Monat ein bisschen Schwerpunkt zu setzen. Wir hatten ein Streetfood-Festival vor ein paar Wochen. Wir konnten ein Wespentreff veranstalten. Das hat Marketing Books nicht organisiert, aber finanziell unterstützt. Wir haben Books for Kids in Books gehabt. Und eben der Abendmarkt, den Marketing Books selber lanciert hat. Die nächste Projekte, die wir dran sind, ist 150 Jahre Bahnhofstrasse und der Bushoferöffnung. Das findet am 4. August statt. Hier haben wir geplant, mit 3 Bühnen versuchen wir die ganze Bahnhofstrasse zu beleben. Weil im Bushof haben wir den Bushof eröffnen, also machen wir dort eine Bühne. Dann haben wir oben beim Rainer haben wir eine Bühne und eine in der Mitte bei der Gasse. Und das Ganze werden wir so gestalten, auch mit Streetfoodwagen, also dass etwas lebt zwischen drinnen, mit vielen Attraktionen, mit Kindern, die etwas sagen würden. Es gibt eine Ausstellung mit alten Bildern, wie ein Haus früher ausgeschaut hat und wie es jetzt ausschaut. Und dann machen wir eine Vernissage über die ganze Bahnhofstrasse mit 15 Ständern, wo dann die Bilder eigentlich, wo man dann sieht,
Plus auf der Bühne gibt es Leinwände und da sieht man genau die Bildschirme und der Gast sind auch da, werden die Bilder dann zeigen. Das Ganze wird nachher von der Stadt Bux laden auch noch ein für ein Glas Getränke und eine Wurst auf einem bestimmten Zeitpunkt. Und am Abend haben wir ein grosses Coverfestival. Da gibt es verschiedene Bands, die dann, ihr Bestes geben würden. Und ich denke, das ist auch ein Anlass, den man bewerben kann und schauen kann, dass eben nicht unsere Leute ins Österreich gehen oder ins Liechtenstein, sondern umgekehrt, dass die Liechtensteiner und die Österreicher zu uns kommen. Und einmal sehen, wie sich die Baustrasse positiv verändert hat. Dann kommt das Buchsenfest. Das ist traditionell, Ende August. Im Herbst haben wir anfangs angedenkt, da kann ich jetzt noch nichts dazu sagen. Das ist vielleicht mit regionalen Weinhändlern und wir sind ja Weinregion, vielleicht ein kleines Weinfest. Im November kann man, wie es Dornbirn macht, mit einem Punschmarkt. Der Weihnachtsmarkt, der haben wir ja draußen im See. Der hört aber nach zwei Tagen und da wäre schön, wenn man eigentlich dort könnte, gewisse animieren, ins Zentrum hineinkommen, dass man auch da hinten noch eine weihnachtliche Zeit kann verbringen kann mit so Marktständen, bis dann eben die Weihnachten ist. Dezember, also Januar, Februar haben wir wieder die Eisbahn, Monsterkonzerte und so geht es eigentlich immer weiter. Also wir haben schon viele Anlässe, die versuchen wir zu verbessern und gewisse Anlässe, die wir jetzt lancieren, die wir versuchen einzuführen, damit wir einfach ein belebtes Zentrum haben. Und ich denke, das ist auch ein Baustein vom Gesamten, dass man kann, wirklich sagen kann, Bux lebt und Bux ist etwas, wo man will investieren, kann investieren und wo man auch ein bisschen Geld verdienen kann, damit man auch wieder kann, ja, investieren kann, damit kein Leerstand kommt. Das wäre von mir bis jetzt, was ich sagen kann, in diesen 2,5-3 Monaten, wo wir aktiv sind. Und am nächsten Mal werde ich dann gerne Folien zeigen von gewissen Erfolgen, die wir hoffentlich können miteinander erreichen können. Und auch da wieder einfach das Wir-Gefühl, es braucht immer alle Geschäfte, Behörden und auch wir von Marketing Bux und zusammen, denke ich, wir sind auf einem guten Weg. Merci.